Hallo, liebe Sternzeichen Steinbock. Ich freue mich, dass du hier bist und dir deine Liebeslegung zum Januar 2022 ansiehst. Ich hoffe natürlich erstmal, dass du einen guten Rutsch ins neue Jahr hast und ich würde sagen, wir beginnen deine Legung mit den Hauptthemenkarten. Mal schauen, was die dir verraten können zur Liebe im Januar. Okay, da kommt als erstes das Thema Flirten raus. Du scheinst Spaß an der Kommunikation mit jemandem hier zu haben. Versuchung. Oh, jetzt wird es interessant. Vielleicht führt dich hier jemand in Versuchung. Vielleicht wird jemand anderes in Versuchung gebracht im Januar. Wir werden gleich mehr dazu herausfinden. Und ein Date haben wir ebenso. Also du scheinst auf jeden Fall hier mit jemandem zu interagieren, wenn man das so sagen kann. Dich mit jemandem zu treffen. Und das sieht doch eigentlich schon mal ganz gut aus. Vor allen Dingen für die Single-Steinböcke. Genau, ich würde sagen, wir legen jetzt diese Muse-Tarot-Karten dazu. Mal gucken, was die dir verraten können. So wie im Januar. Wir haben als erstes die Mäßigung. Könnte fürs Sternzeichen Schütze stehen. Vielleicht hast du es damit zu tun. Im Januar. Welche Karten sind noch von Relevanz zu deiner Liebessituation im Januar, liebe Sternzeichen Steinbock? Die 8 der Stimmen. Zwei weitere Karten hätte ich gerne noch. Und dann legen wir die Tattoo-Tarot-Karten zur Erklärung dazu. Abschließend gibt es dann noch die Tier-Orakel-Karten. Okay, das war interessant, weil diese Karte hat sich eben erst aufgedeckt und dann wieder zugedeckt. Daher nehme ich sie auch nicht. Okay, die Weltkarte wollte rauskommen. So, Karte für Karte gehen wir das Ganze nochmal durch. Wir starten mit der Mäßigung. Was hat diese Karte zu bedeuten in Bezug auf deine Liebessituation im Januar, liebe Sternzeichen Steinbock? Was hat die Mäßigung hier zu bedeuten? Du solltest außerdem wissen, dass es sich um eine allgemeine Legung handelt, die nicht zu 100% mit jedem Einzelnen resonieren wird. Nimm nur die Nachrichten für dich mit, die zu dir und deiner Situation passen und lass den Rest für andere übrig. Was bedeutet die Mäßigung hier? Passend zur Karte könnte es hier um das Thema Geduld gehen. Und dann kommt hier einiges auf einmal raus. Wir haben den Hierophant und die 7 der Münzen. Ich kann mir vorstellen, dass du in letzter Zeit viel gewartet hast, viel Geduld beweisen musstest in der Liebe. Ich kann mir vorstellen, dass du auf eine bestimmte Person irgendwo gewartet hast, in irgendeiner Hinsicht oder auf die Liebe allgemein, ich weiß es nicht. Lass uns gucken. Okay, der Ritter der Kelche. Hier kommen bis jetzt die Sternzeichen Schütze, Stier und Krebs, Skorpion oder Fische raus. Denn wir haben hier Wasserenergie mit dem Ritter der Kelche. Ich kann mir vorstellen, dass hier tatsächlich bereits Gefühle da sind. Und vielleicht hast du in letzter Zeit gewartet, dass hier jemand, für den du diese Gefühle hast, auf dich zukommt. Vielleicht ist es auch andersrum, dass jemand so ein bisschen auf dich gewartet hat. Ich weiß bloß nicht, ob das Warten zu irgendwas führt hier mit der 8 der Stimmen, bin ich ganz ehrlich. Lass uns erstmal gucken, was diese Karte bedeutet. Das Ass der Münzen. Die 10 der Stäbe. Was ist mit den Karten los? Es kommen natürlich Karten hier raus, aber so viel anderes Zeug, was wir eigentlich gar nicht brauchen. Okay, was ich hier jetzt sehe, ist, dass du vielleicht zu dem Schluss kommst, dass es nichts mehr bringt zu warten. Ich glaube tatsächlich, dass du auf eine ganz spezielle, besondere Person irgendwo gewartet hast in letzter Zeit. Und vielleicht jetzt nicht bewusst nach dem Motto, okay, ich warte, bis sich jemand für mich von seiner Partnerin, seinem Partner trennt
oder bis jemand nach Jahren endlich wieder den Kontakt zu mir aufnimmt. Es muss nichts Bewusstes sein, aber es kann sein, dass zum Beispiel unterbewusst du bisher oder in letzter Zeit viele Menschen irgendwo abgelehnt hast, weil du lieber weiter darauf warten wolltest, dass diese besondere Person sich dir doch wieder annähert. Natürlich kann es sein, dass du in der Vergangenheit, also in letzter Zeit, jetzt auch viel geflirtet hast, deinen Spaß hattest oder wie auch immer, aber ich kann mir vorstellen, dass du für eine ernsthafte Bindung immer auf diese eine besondere Person gewartet hast, mehr oder weniger. Es sieht für mich aber, um ehrlich zu sein, so aus hier, als würdest du jetzt im Januar zu dem Schluss kommen, dass es vielleicht Zeit für einen Neuanfang ist. Ich meine, mit dem neuen Jahr ergibt sich das Ganze natürlich ganz gut. Und ich habe das Gefühl, dass du einfach merkst, dass du da nicht weiterkommst, dass diese Person sich nicht auf dich zubewegt oder zumindest nicht so, wie du dir das wünschst oder vorstellst, dass du hier langsam an einem Punkt angekommen bist, wo du merkst, dass es nichts bringt, sich da weiter irgendwo Hoffnungen zu machen. Für manche kann es tatsächlich sein, dass du sogar die letzte Zeit in einer Beziehung verbracht hast und einfach gemerkt hast, irgendwie ist das Ganze vielleicht ein bisschen fast schon langweilig geworden. Ich glaube, im Januar kommt die große Erkenntnis und du kommst an den Punkt, wo du sagst, okay, jetzt übernehme ich mal die Verantwortung für die Situation und löse mich von dem, was mich von einem Neuanfang bisher abgehalten hat. Dieses Beziehungsszenario sehe ich eher für die wenigeren hier. Ich glaube, dass die meisten eher Single sind, aber trotzdem die ganze Zeit jemanden im Hinterkopf hatten, auf den sie gewartet haben, mehr oder weniger. Vielleicht hat hier auch die eine oder andere Person darauf gewartet, dass jemand bereit ist für eine ernsthafte Beziehung. Und du merkst aber, dass diese Person wahrscheinlich niemals bereit sein wird dafür. Oder du wartest seit Jahren auf einen Antrag oder keine Ahnung was. Aber dieses Warten, habe ich das Gefühl, hat im Januar ein Ende, weil du merkst, okay, da geht es einfach nicht weiter. Lass uns gucken, was die Vier der Materialien bedeutet in Bezug auf deine Liebessituation im Januar, liebe Sternzeichen Steinbock. Was möchte uns die Vier der Materialien mitteilen zu deiner Liebessituation im Januar? Okay, da haben wir erstmal dich mit der Teufelkarte, Sternzeichen Steinbock taucht hier auf. Dazu haben wir den Knaben der Stäbe und da haben wir so ein bisschen diese Versuchung mit dem Teufel und dem Knaben der Stäbe und dieser Versuchungskarte, die wir hier anfangs gelegt haben. Ich habe das Gefühl, dass sich hier jemand traut, entweder auf dich zuzugehen und dich so ein bisschen in Versuchung zu bringen. Oder du machst es. Du lässt dich hier auf irgendwas Leidenschaftliches vielleicht ein. Ich weiß es nicht genau. Aber irgendjemand überwindet sich hier, springt über den eigenen Schatten. Und traut sich, was auszusprechen, was anzusprechen, was vielleicht sogar anzubieten. Kann ein Date sein natürlich. Ich frage mich bloß, warum es eine Versuchung sein sollte, wenn du doch Single bist. Vielleicht fühlt es sich für dich fast schon wie etwas Verbotenes an, dich jetzt auf jemand Neues einzulassen.
oder dich vielleicht sogar auch nur auf was Körperliches einzulassen oder dich auf jemanden einzulassen, der vielleicht nicht den allerbesten Ruf hat oder vielleicht so ein bisschen wie so ein Player oder so rüberkommt. Vielleicht hattest du in der Vergangenheit eine Beziehung und ich kann nicht sagen, was passiert ist. Ich sehe es auch hier in den Karten nicht, aber es würde irgendwo gut in das Gesamtbild passen. Vielleicht sind hier manche dabei, die das Gefühl haben, aus Anstand und Respekt warten zu müssen, bis man sich auf etwas oder jemand Neues einlässt. Und ich glaube aber, dass du genug gewartet hast. Und im Januar ist es für dich soweit, dass du dich vielleicht tatsächlich mal auf jemand Neues einlassen kannst. Und es kommt dir vielleicht einfach nur wie eine Versuchung, wie etwas Verbotenes vor, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es das tatsächlich ist. Das ist bloß vielleicht die Art und Weise, wie du die Situation wahrnimmst, weil du so daran gewöhnt bist, zu warten, Abstand zu nehmen von anderen Menschen, geduldig zu sein. Oder vielleicht hier eine vergangene Beziehung oder Ehe oder Ähnliches zu respektieren. Was auch immer es ist. Ich glaube, du darfst dich jetzt hier auf etwas Neues einlassen, aber es fühlt sich vielleicht für dich wie etwas Unanständiges an. Ich glaube aber nicht, dass es das ist. Ich glaube sogar, dass es dich weiterbringt und dass es dich ein Stück weit befreien könnte. Du darfst dir aber deine Zeit dabei lassen, hier mit der 9 der Stäbe, auf etwas zu reagieren. Es kann sein, dass dich hier zum Beispiel jemand auf ein Treffen einlädt und du denkst dir, oh mein Gott, was passiert hier? Lass dir ruhig deine Zeit mit der Entscheidung. Oder auch andersrum, wenn du dich gerne auf jemanden einlassen würdest, lass dir so viel Zeit damit, bis du ein gutes Gefühl dabei hast. Was bedeutet die Weltkarte zum Schluss? Liebes Sternzeichen Steinbock, was hat die Weltkarte zu bedeuten? In deiner Liebeslegung zum Januar, da haben wir die Königin der Münzen, das könntest natürlich du sein. Dazu haben wir die Königin der Stäbe. Hier haben wir Feuerenergie, wie auch hier mit dem Knaben der Stäbe übrigens. Kann also auch sein, dass du es mit einem Löwe, Widder oder Schütze zu tun hast. Gerade mit dem Herrscher taucht das Sternzeichen Widder auf. Und dazu haben wir die 7 der Stäbe. Okay, das ist jetzt interessant. Für manche könnte es sich hier um eine gleichgeschlechtliche Angelegenheit handeln. Vielleicht gibt es jemanden in deinem Umfeld, der dich zurückgehalten hat in letzter Zeit, davon dich in der Liebe weiterzuentwickeln und deinen eigenen neuen Weg zu gehen. Und ich habe das Gefühl, dass du diese Person mehr oder weniger hinter dir lässt. Also nicht komplett, aber vielleicht die Ratschläge dieser Person oder die Meinung dieser Person lässt du hinter dir. Das können Freunde, Familie sein, die dir hier irgendwo sagen, ey, du darfst doch noch nicht weitermachen. Du musst doch warten, das mit euch war was Besonderes und deshalb lass nicht los oder wie auch immer. Aber du hast definitiv das Recht weiterzumachen und das Ganze mal hinter dir zu lassen, damit abzuschließen, deinen Frieden zu finden. Vielleicht hast du
immer noch Kontakt zum Umfeld dieser Ex-Person und das tut dir nicht gut dabei, jemand Neues kennenzulernen, weil du vielleicht das Gefühl hast, verurteilt zu werden. Ich sehe hier noch so ein bisschen ein anderes Szenario. Ich weiß bloß nicht ganz, wie ich es in Worte fassen soll. Vielleicht gerätst du im Januar so ein bisschen in Versuchung, dich auf jemanden einzulassen, der eventuell vergeben ist. Ich glaube aber, dass du dich nicht darauf einlässt. Jemand könnte dir so gesehen ein Angebot machen. Aber ich glaube nicht, dass du dich darauf einlässt. Beziehungsweise einfach, dass wenn du schon in der Situation steckst, du das Ganze vielleicht hinter dir lässt. Natürlich kann es sein, dass du hier darauf gewartet hast, dass jemand, der vergeben ist, sich für dich entscheidet, so gesehen. Und im Januar merkst du einfach, dass dir das Ganze nicht gut tut, dass es vielleicht anderen Menschen auch nicht gut tut und dass es an der Zeit ist, das hinter dir zu lassen. Interessante unterschiedliche Deutungen hier. Ich sehe auf jeden Fall, dass du aufhören solltest zu warten. Dass du aufhören solltest, vielleicht Menschen zu berücksichtigen, die dich nicht berücksichtigen oder deine Gefühle nicht berücksichtigen. Blende dieses Umfeld aus, was dich vielleicht davon abhält, weiterzumachen. Und wenn sich hier jemand bisher nicht für dich entschieden hat, dann musst du dir vielleicht die schmerzhafte Frage stellen, ob das in der Zukunft passiert oder nicht. Ich glaube, dass du im Januar die Stärke findest, zu sagen, okay, ich brauche nicht mehr warten. Ich brauche nicht mehr warten und ich kann dahinter jetzt einen Schlussstrich setzen und meinen Neuanfang finden. Und ich kann mich auf etwas Neues einlassen, was spannend ist, was leidenschaftlich ist, was knistert. Ich darf mich wieder mit neuen Menschen treffen. Ich darf mich auf andere Menschen einlassen, solange ich niemanden dabei verletze. Ich glaube, dass du im Januar deinen moralischen Kompass wiederentdeckst, vielleicht so ein bisschen. Dir selbst gegenüber vor allen Dingen. Vielleicht hast du so ein bisschen dich selbst missachtet in einer Liebessituation in letzter Zeit, indem du dich in einer Situation aufgehalten hast und gewartet hast, die einfach dir überhaupt nicht gerecht wurde, dir nicht gut getan hat. Du hast diese moralische Verantwortung nicht nur anderen Menschen gegenüber, vor allen Dingen in der Situation hier, falls es irgendwie auf jemanden zutrifft mit dieser Dreiecksgeschichte, dass hier dich jemand Vergebenes in Versuchung bringen könnte, mehr oder weniger. Aber du hast diese moralische Verantwortung auch dir selbst gegenüber. Hast du es verdient, in dieser Warteposition zu verweilen, dich ständig zu fühlen, als müsstest du dich so und so verhalten? Nur um anderen gerecht zu werden, einer Ex-Geschichte gerecht zu werden oder doch noch eine Chance bei jemandem zu bekommen. Nein, du hast einen Neuanfang verdient. Du hast es verdient, dass sich jemand hier für dich entscheidet, du dich für jemanden entscheidest, du Spaß hast, dein Leben genießt und diese Vergangenheit hinter dir lässt. Weil egal, ob die Vergangenheit hier
noch etwas ist, was du gerne wieder aufgreifen würdest oder nicht. Ich habe das Gefühl, dass es nicht wirklich zu was führt. Und ich denke, dass du im Januar auch zu dieser Erkenntnis kommst. Neues Jahr, neues Glück. Und ich glaube, von diesem Glück wartet wesentlich mehr auf dich, wenn du das Alte hinter dir lässt. Und dir auch erlaubst, dich auf neue Dinge einzulassen und Spaß zu haben, neue Erfahrungen zu sammeln, neue Menschen kennenzulernen. Sehr interessante Legung. Lass uns jetzt noch ein paar Tierorakelkarten dazulegen. Liebe Sternzeichen Steinbock, wir haben als erstes hier den Panther. Passt sehr gut. Reclaim your power. Erlange deine Macht zurück. Du hast die Macht, dir zu sagen, ich löse mich. Du brauchst nicht warten. Du brauchst nicht warten. Du hast die Erlaubnis, dich zu befreien und deinen wunderbaren Neuanfang zu bekommen. Dann haben wir die Motte mit Surrender Now. Gib dich jetzt hin. Lass es zu. Und wie gesagt, vielleicht merkst du früher oder später, dass das etwas ist, was moralisch vielleicht nicht so toll ist. Falls du merkst, dass diese Person irgendwo vergeben ist, auf die du dich gern einlassen würdest oder ähnliches. Das wird natürlich nicht auf jeden hier zutreffen. Aber wenn es nicht der Fall ist und du das Gefühl hast, dass du mit dieser Person eine tolle Zeit verbringen könntest, dass du auf deine Kosten kommen könntest, dir deinen Neuanfang haben könntest, dann gib dich dem hin und erlaube dir das Ganze auch zu genießen und dich zu befreien von der Vergangenheit. Lass es zu. Okay. Und dann haben wir hier noch Singer und Song. Singe dein eigenes Lied. Mach das, was dir gefällt im Januar. Hör nicht darauf, was dein Umfeld sagt oder was du denkst, du tun müsstest, um irgendeiner vergangenen Situation gerecht zu werden. Das hat alles nichts mehr mit dir und deinem Seelenlied so gesehen zu tun. Du darfst jetzt dein eigenes Ding machen, du darfst dich auf was Neues einlassen. Und ich hoffe, dass du das tust und genießt im Januar, liebe Sternzeichen Steinbock. Ich würde sagen, das war's. Wenn du Interesse an einer persönlichen Legung hast, kannst du die ganz einfach über die Infobox unten buchen. Ansonsten wünsche ich dir heute noch einen schönen Resttag und einen atemberaubenden Januar.